Wir haben uns heute wieder hier versammelt, um ein paar kleine Abenteuer zu erleben. Und das klingt bevor, das gerade wie der Anfang von einer Predigt. Ja, ja, oder von einer Hochzeit oder so. Um diese beiden, den ewigen Band, der egal. Ich stelle mir so eine klassische Renaissance-Stadt am Meer vor. So ein bisschen, ja. Ein ganz guter Ort zum Unterkommen ist das Gasthaus Wein, Wort und Gesang. Da bist du doch richtig aufgehoben, Henry. Das klingt nach meinem Ort. Vielleicht kriegen wir ja eine Übernachtung umsonst, wenn du eine kleine Show machst. Ja, ich könnte mal fragen. Oui, wir können auch in Gemeinsprache reden. Gibt es heute Abend schon ein Programm? 3 Tagen kommt Graf Larian de Boeuf, der sein neues Werk vorstellt. Wir Kinder vom Nordhafen-Kai. Seid ihr in den Künsten geübt? Ja, ich bin eine Bardin. Noch in Ausbildung, aber ich habe einige Texte, die ich gerne vortragen würde. Nun, das wäre famos. Die Abendgage beträgt 5 Gold. Also ich würde euch für eure Mühen 1 Gold geben und wenn die Zuschauer zufrieden sind, gibt es die 5. Ich freue mich auf heute Abend. Ich unterbreche noch mal kurz, weil du gerade nach den Abständen gefragt hattest und es gibt eine Zeichnung. Ja. Das ist dieses Ritual, was ich aufgemalt habe. Ach, geil. Das ist eine Brottüte, oder? Zeig mal in die Kamera. Nee, nicht ganz. Also. Entschuldigung, eine Sekunde. Das ist doch ein Überseeschiff hier, oder? Jo. Ja. Wissen Sie zufällig, sind Sie oder ein anderes dieser Schiffe vor kurzem aus Kandahar hierher gefahren? Nee. Das ist so eine Attraktion, so ein Animatronik, wo man da so, hallo, herzlich willkommen, wie kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, was geht da vor sich? Die kleine Mathieu hat scheinbar schon wieder Unfug gebaut und sie war schon immer auffällig und irgendwie komisch. Okay. Und scheinbar reicht es den Leuten jetzt. Wir müssen irgendwie deeskalieren. Ich gehe auf die Leute zu und schreie, ja. Hey! Dankeschön. Lass die kleine Frau in Ruhe. Sie hat euch nichts getan. Und wer bist du? Das hat euch nicht zu interessieren. Verpiss dich. Warum sollte ich? Weil du die Klappe ganz schön weit aufreißt. Ihr seid zu zehn gegen eine kleine Halblingsdame. Was soll das überhaupt? Was sie uns getan hat? Siehst du das? Und die Meute tritt ein Stückchen zur Seite. Und ihr seht die geweißelte Hauswand daneben von einem der Häuser, wie gesagt weiß gestrichen. Und daran ist groß mit Ruß gemalt ein Viereck, das auf der Spitze steht und darin das Symbol einer Flamme. Darunter ist, Herr Lemes hat einen Auftritt tatsächlich organisieren können. Freunde, ich bin ganz schön aufgeregt. Du kriegst das hin. Ja. Außerdem hast du ja noch uns. Wir können deine Show noch ein bisschen aufpeppen. Ja, ihr könnt doch bestimmt auch was zaubern, so kleines Feuerwerk, wenn es passt. Ich möchte ein paar Gedichte vortragen und am Anfang würde ich gerne so ein bisschen Meeresrauschen haben, so wie in den Singeninen. Ruhe bitte! Für unseren heutigen Auftritt begrüßen wir... Wie war dein Name noch? Helemis Danliantol. Helemis Danliantol. Aus den Singeninen, den Salztränen. Aus der Salztränen. Bitte. Und es ist ein kleines Kinderlied. Und es handelt von einem Bach, der in den Kastach fließt. Fließt ein Bächlein flink und helle, murmelt noch den Spruch der Quelle. Schnelle, schnelle, ohne Ruh, fließt dem großen Kastach zu. Auf dem Grunde wandern kleine, feine Reise, Kiesel, Kieselsteine. Schnelle, schnelle, ohne Ruh, in den großen Kastach zu. So, das war die erste Darbietung. Okay. Keiner wusste so richtig, was jetzt kommt und sind alle so ein bisschen angetan. Noch nicht völlig aus dem Häuschen, aber du merkst, die werden warm mit mir. Wer von euch kennt eine Person, die einen schon mal so richtig was Böses gemacht hat, wo man dachte so, das hätte doch jetzt man nicht erleben müssen. Wer kennt das? Wer kennt das? Ja. Ja, oder? Also. Die dumme Sau. Taschenspielerei, ja, ja.
dieses Gedicht, das habe ich für jemanden geschrieben, der nennt sich Aeselius und der hat mir was richtig Böses angetan. Ich kenne einen Mann, der strengt sich mächtig an, um anderen etwas anzutun. Kommt nicht dazu, sich auszuruhen, bis er gefunden hat, eine böse, böse Tat. Was er nur davon hat, wann hat er es mal satt? So angestrengt darauf bedacht, dass keinem etwas Freude macht und freut sich selber nicht, der arme, arme Wicht. Ja. Hey. Ja, genau. Die ja. Dumme Sau. Die Dumme Sau. So in deinem Streben bist mein Herz auch du. Nur Sados kann dir geben wahre Abendruh. Ich danke euch. Ist auch wie ein paar sich eingehakt haben bei dem letzten Lied und so ein bisschen mitgeschunkelt haben. Und ihr bekommt noch 13 Gold. Ui. Juna, Illuminus, wollt ihr das nehmen? Ist das, ich kann mit Geld nicht so gut. Kurz beschäftigt, ich zauber nochmal Taschenspielerei, um quasi die Feuer nochmal so. Applaus für die Perle der Salzträne! Yeah! Dankeschön! Bravo!